Vorträgen gehört, dass die individuelle Behandlung und Betreuung der Betroffenheit, zum Beispiel EHS, bei weitem nicht ausreicht, sondern Dr. Banzhaf hat, wenn ich mich recht erinnere, gesprochen von einer kollektiven Verantwortung, die auch die Gesellschaft und die Politik haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass von europäischer Ebene heute zu uns gekommen ist Maxence Layet, der Referent der Europaabgeordneten Michel Rivasi. Sie kann leider selbst persönlich nicht da sein, weil sie eine Verpflichtung hat. Sie sitzt also, glaube ich, im Train von Brüssel nach Paris, glaube ich. Ja. Und wir haben Klaus Buchner. Beide teilen sich diesen Vortrag. Von politischer Seite, von europäischer Seite die Perspektive gewissermaßen auf unseren Themenbereich. Wir freuen uns, Maxence, dass du da bist. Herzlich willkommen. Thank you for that introduction. Well, we will see how it will work. So thank you very much for that invitation. Thank you very much for that. Okay, there is Zoom that is moving. Whoa, whoa, whoa. Lot of moving. Okay, thank you. So, ich hoffe, das klappt hier. Und vielen Dank an die Kompetenzinitiative. Wie Peter schon sagte, ich werde Ihnen eine sehr schockierende Präsentation geben. Ich werde 15 Minuten lang reden, sodass mein Kollege auch noch die Gelegenheit hat, die anderen 15 Minuten zu nutzen. There is a 5G action plan. After that, there is the ICNIRP report. Michel Rivasi and Klaus Böschner as members. Es gibt einen Aktionsplan und es gibt einen Report. Und last year about the environmental and health impact of 5G. Wir haben eine Studie veröffentlicht über die Umweltauswirkungen und die Gesundheitsauswirkungen. Wir sehen das Logo hier ganz links. Das ist das offizielle Logo der Kommission. Und das wurde vor 6 Jahren geschaffen und es gibt ein Thema, das sehr interessant ist. Wir haben hier die Strategie auf dem Weg zu einer 5G-Gesellschaft. Vielleicht ist da noch etwas anderes, vielleicht optische Systeme, um schnelle Kommunikation zu übertragen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, wir müssen Zugang für mindestens ein Megabyte schaffen. Das heißt, es geht nur um Quantität. Es geht nicht um Wahl. Falls da ein politischer Wille vorhanden ist, das ist ein Punkt. Vor 6 Jahren gab es einige Veränderungen. Was ist die Software für das Projekt 5G? Die 5G-Installation in Europa ist da. Es gibt da dafür einen Aktionsplan und wir in 3 Jahren besteht der Wunsch,
dass 5G überall installiert wird. Sie sehen das hier. Ein anderer Punkt ist, dass wie Sie 5G installiert wird in Europa. Sehen wir uns hier nur die 60% an. Wir haben hier die Auktion in den verschiedenen Ländern, die Einführung der Regularien. Das heißt, 60% des Spektrums wurde bereits verteilt. Ein anderer interessanter Punkt ist, die Ökosysteme und die industriellen Systeme interagieren. Wir haben einmal den Markt und die Integration der Akteure. Dann haben wir autonome Vektoren, Züge, Fahrzeuge und so weiter. One third of the business model of the 5G is based on autonomous vehicles. Ein Drittel des Geschäftsmodells basiert auf autonomen Fahrzeugen. Und das zweite ist das Internet der Dinge. Das heißt, Objekte, die Informationen verbreiten. Ohne das wird das Modell nicht funktionieren. Wir brauchen dieses System, um die Daten zu verarbeiten, die von den Fahrzeugen und von den Dingen produziert werden. System of the systems. Okay, so 5G is thought as a kind of 5G ist eine Art System innerhalb eines Systems. Das ist Mobilfunk, WLAN, Satelliten, Verbindungen. Wenn wir speziell braucht man Satelliten. Das vor 2 Jahren präsentiert wurde von der Europäischen Kommission. Es gibt Satellitenregularien. Es gibt 6G, yeah, of course, and that's why we begin to hear the music and the song about 5G. Wir hören jetzt schon die Musik über 5G, aber es gibt natürlich auch 6G. Und es gibt hybride Netzwerke. Die können von Satelliten gesteuert werden. Das sind so solche hybriden Netzwerke. Das ist, was die Kommission offiziell zu 5G mitteilt. Die Schlüsselpunkte des Berichtes stammen von vor 2 Jahren und hier. Es gibt Kontroversen über einige der Experten und über das Fachwissen der Experten. Und hier wird systematisch zum ersten Mal werden die Interessenkonflikte beleuchtet und der Bericht und untersucht alle Beteiligten. Der Bericht gibt einen historischen Hintergrund der Kontroverse und
wenn wir diese Mitglieder alle durchleuchten und die Experten und Fachleute, dann scheint es so, dass 75%, das kann man hier sehen, 75% der Mitglieder haben direkte oder indirekte Verbindungen zur Industrie. Und im Herzen, in der Hauptkommission, ein Drittel, also vier von den 14, sind auch Mitglieder der amerikanischen ISES-Gesellschaft. IEEE. Sie sind Mitglieder einer spezifischen Subuntergruppe. Und mit ISES hat zwei Punkte. Die Richtlinien wurden zuerst von ISES überprüft. Und zweitens, ISES und IGNATS sind beide der Meinung, dass wir harmonisieren müssen. Selbst wenn IGNATS ist nicht in dieser Welt, das ist ja USA. Es ist eine professionelle Verband. Die ganzen großen Akteure sind dabei. Die sind Mitglieder von ISES und IEEE. Und IGNAP schreibt diese, hat die erste Fassung vorbereitet. Und IGNAP ist eine Art privater Club mit enger Verbindung zur Industrie. Und darüber hinaus zum Beispiel, wenn es ist es die EU. Der zweite Punkt ist der, wir müssen Unabhängigkeit schaffen. Eine Organisation, die Unabhängigkeit ist. Und dafür ist der Bericht auch geschrieben werden. Und der dritte Punkt ist, es gibt eine deutsche Übersetzung des ersten Teils. Wo kommen diese Studien her? Erstens, in 2019 wurde die Kommission zu einer Bewertung aufgefordert. Und danach ein Mitglied der es gibt zwei Leute, die Mitglieder dieser Gruppe sind, unter den Mitgliedern des Parlaments, des Europäischen Parlaments, und die haben vorgeschlagen, dass das Europäische Parlament seine eigene Bewertung schreibt. Und die Mehrheit hat das akzeptiert. Nur zwei haben sich dagegen gewandt. Und so
gibt es jetzt zwei online Konferenzen, wo Diskussionen stattfanden und Vorträge gehalten wurden. Und das war im Juni und Juli. Was kann man da jetzt zu sagen? Es gibt spezifische Zusammenfassungen und Empfehlungen dieser beiden Organisationen. Es wurde nur Literatur ausgewertet, keine Experimente. Und das ist eine sehr konservative Ansicht. Der Grund dafür ist, erstens, es gibt viele Unbekannte, Mangel an Wissen, Lücken. Und wenn Sie sagen, es gibt kein Risiko, stimmt das nicht. Weil es stimmt nur insofern, als es die Studien gar nicht gibt, die diese Risiken untersuchen. Und wir eben führen die Studien an, die wir brauchen, und führen aus, wo es keine Studien gibt, wo die Studien nicht ausreichen oder wie die Studien mangelnde Qualität haben. Und natürlich die Auswirkungen auf Pflanzen, Insekten, Pilze und so weiter. Und es gibt ein Risiko. Und in dieser Studie wurde das System von Qualifikation und Bewertung von EIS benutzt. Sie hat die gleiche Matrix genommen, um die Risiken für Tiere, Menschen, Pflanzen und so weiter zu bewerten. Und sie benutzte die Studien, die zur Verfügung stehen, und die Auswirkungen auf Menschen, die aus den Studien stammen, die bereits existieren. Und zweitens, wir können daraus folgern, dass die Expositionsrisiken nochmal betrachtet werden sollten. Erstens, die Grenzwerte, die entwickelt wurden, sind bezogen auf Menschen. Und dabei wird nicht beachtet, welche Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Insekten und so weiter stattfinden könnten. Protective measures for one species will not guarantee protection for other species. Wenn eine Spezies geschützt ist, heißt das nicht, dass alle anderen auch geschützt sind. Langfristige Auswirkungen werden überhaupt nicht betrachtet. Es gibt keine Studie darüber. Und deshalb bewegen wir uns hier auf völlig unbekanntem Gebiet. Wir
Es ist nicht wahr. Wir gucken uns nur einen ganz kleinen Teil der akademischen Forschung an. Und wie ich bereits sagte, gibt es keine Grenzwerte, es gibt keine. Natürlich, die Wärmeauswirkung zeigt sich in allen Organismen. Aber die Auswirkungen auf endokrine Systeme. Aber es gibt noch andere Effekte. Und wir müssen die Exposition auch auf andere Systeme betrachten. Und damit bin ich am Ende angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Just to come back to ICNIRP and waiting for Klaus. One point, Klaus, wenn ich auf Klaus warte. Es geht hier nicht um die Industrie, es geht um Wissenschaft. She's one of the main scientists in biology of the European Parliament. The fact is that because ICNIRP tackles only the issue and give only guidelines on human-based and human-centered approach, it's wir kind of haben hier eine Ansicht, die sich nur auf Menschen konzentriert. Und das ist keine effektive und komplexe Wissenschaft. Wir sind völlig blind gegenüber wahrscheinlich 70% der Auswirkungen. Und heute die Art, wie Länder dies umsetzen, ist falsch, weil die Grundannahmen nicht richtig sind. Die Wissenschaft ist völlig nicht ausreichend und verstößt gegen die goldenen Regel der Wissenschaft. Das ist schlechte Wissenschaft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, passt inzwischen, danke. Die Situation der Reaktion der Industrie und der Politik auf die Probleme des Mobilfunks erinnert mich sehr an die Situation vor Jahrzehnten gegen die Leute, die was gegen Atomkraftwerke hatten. Ich darf einfach aus der persönlichen Erfahrung erinnern dran, ich hatte einmal einen Vortrag, da waren im Saal zwei Kriminalbeamte und vor der Türe des Saals zwei Polizisten in Zivil, die Leute abhalten sollten, zu mir zu kommen. Und nach dem Vortrag bin ich mit einem von den Kriminalbeamten ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, ja, warum sagen Sie das nicht vorher? Das sind doch wichtige Informationen. Aber Sie sehen, die Informationen über die Gefahren und Probleme der Atomenergie
wurden genauso verschwiegen in Hochglanzbroschüren wie heute die Probleme beim Mobilfunk. Und die Probleme, ach Entschuldigung, das gehört noch gar nicht. Ja, die Probleme sind bekannt seit 1932 spätestens. Davor hat es einzelne Veröffentlichungen gegeben. Die wichtigste war die hier von Schliephake, der über die Probleme der Diathermie gesprochen hat, die damals gerade so in den Anfangsgründen waren. Und das Interessante ist, dass 1932 schon praktisch alle wichtigen Probleme, gesundheitlichen Probleme von Schliephake beschrieben worden sind, die wir heute bei GSM etwa auch LTE sehen. Nicht die Probleme bei den höheren Frequenzen, logischerweise, die konnte man damals noch nicht erzeugen. Es ging dann weiter, die Anwendung der Hochfrequenzstrahlung bei den Rundfunksendern war weniger problematisch, weil die Abstände günstiger waren, aber Radar bildete mehr und mehr ein Problem. Noch nicht während des Zweiten Weltkriegs, damals waren die Wellenlänge größer und deswegen die Geräte größer und die Gefahr, dass Leute im Radarstrahl standen, war minimal. Das änderte sich nach dem Krieg, als man zu immer höheren Wellenlängen überging. Und da hat das Militär, vor allem das amerikanische Militär, die Gefahr gesehen, dass übertriebene, in ihren Worten, Grenzwerte eingeführt wurden. Und deswegen hat 1955 Hermann Schwan, leider muss ich sagen, ein Deutscher, ein ausgewanderter Deutscher, einfach aus dem Nichts die These aufgestellt, die einzigen Schäden, die Funkstrahlung machen kann, sind thermische Schäden, also Erwärmung des Gewebes. Leider muss ich sagen, seit 1955 ohne jeden Beweis, aber vom amerikanischen Militär mit Freuden aufgenommen, denn daraus ergaben sich Grenzwerte, wo sie auch mit ihren Radarstrahlen keine Probleme hatten. Nur, dass auch dem Militär die Probleme bekannt waren, zeigt zum Beispiel eine Arbeit von Milton Zarek, oder ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, Zaret schreibt man ihn, der nach einer Untersuchung von 1600 Soldaten bewiesen hat, was die Anwendung des Militärs, also speziell des Radars beim Militär, mit den Soldaten macht. Die Dinge waren bekannt, die Dinge waren auch bekannt seit der Bestrahlung der amerikanischen Botschaft in Moskau. Das heißt, man konnte wirklich nicht sagen, das war Neuland. 1966 hat sich eine internationale Kommission gebildet, IPRA, die ursprünglich da war, um einen Schutz oder Pseudoschutz vor radioaktiven Strahlen zu geben, auch natürlich sehr stark militärisch bestimmt. Und da gab es, Moment, und da gab es dann sehr bald eine Unterkommission mit für nicht ionisierende Strahlung, also Funkstrahlung, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass 1992 diese Unterkommission als ICNIRP gegründet worden ist. Und logischerweise hat diese ICNIRP-Kommission dann natürlich die These von Schwann übernommen, nur thermische Schäden können, thermische Effekte können einen Schaden machen. Heute ist es so, dass ICNIRP ein privater Verein ist, eingetragen im Vereinsregister in München, Sitz in Neuherberg bei München. Und jetzt wird spannend. Wo genau? Das ist das Gebäude des Bundesamts für Strahlenschutz, Nebenstelle in München. Dort wohnen sie mietfrei. Und weil es so praktisch ist, ist die Chefin des Münchner Bundesamts für Strahlenschutz, die Frau Dr. Gunde Ziegelberger, gleichzeitig die wissenschaftliche Sekretärin von ICNIRP,
Das heißt also, er hatte eine der höchsten Positionen in IGNIRP inne. IGNIRP wird unterstützt von jährlich etwa 100.000 Euro von der Bundesregierung. Die Zahlungen schwanken etwas, aber eben die Bundesregierung nimmt dann sehr gerne die Anregungen auf, die über das Bundesamt für Strahlenschutz in Orts- und Personalunion da sind und mit der Wirkung auf die Bundesregierung. IGNIRP hat als Erfolgsprinzip, dass es sehr gut vernetzt ist. Das heißt, es ist, Sie haben es ja in der letzten Folie gesehen, eine relativ kleine Zahl an zentralen, wirklichen Mitgliedern, größenordnungsmäßig 14. Und die sitzen aber an den wichtigen Schaltstellen der Politik. Ich habe hier ein paar Beispiele rausgenommen. Gehen wir rechts weg von der, in der EU-Kommission, in der Beratergremium Senior. Das ist jetzt inzwischen abgeschaltet. Es ist umbenannt worden, wenn Sie so wollen, in Schier, spreche ich es aus. Aber bei Senior waren noch wirklich Mitglieder von IGNIRP auch in Senior da. Das hat zu Ärger geführt. Das hat auch zu Stellungnahmen geführt, die unerträglich waren, die einfach falsch waren. Deswegen hat man das geändert und jetzt sind es nicht mehr Leute aus diesem 14er Gremium von IGNIRP. Jetzt haben sie mehr verdeckte Verbindungen, aber die Verbindungen sind nach wie vor da. Dann hat IGNIRP Einfluss auf die WHO, auf die Weltgesundheitsorganisation, dort speziell beim EMF-Projekt. Und dieses EMF-Projekt wird aber andererseits vor allem von der US-amerikanischen Industrie ganz erheblich unterstützt. Sie sehen also, die Verbindungen sind nicht nur zur WHO, nicht nur zur Bundesregierung, sondern zu vielen anderen Regierungen. Das ist eine kleine Zahl von Leuten, die praktisch die ganze Diskussion hier beherrscht. Gut, praktisch hat das einen Einfluss gehabt bei der Einführung unserer Grenzwerte. Das war unter Angela Merkel 1996. Und hier gebe ich einfach die personelle Verflechtung etwas bekannt. Ich muss schnell machen, meine Zeit ist gleich aus. Er war vor allem Professor Jürgen Bernhard, der diese Doppelfunktion hatte bei IGNIRP und bei den beratenden Gremien der Bundesregierung. Genauso kann ich hier Professor Rüdiger Matthes erwähnen, ähnliche Situation, und einen, der jetzt nicht Mitglied ist bei der IGNIRP, aber uns auch so sehr viel Ärger gemacht hat, das ist Professor Alexander Lerchel. Gut, die wesentlichen Methoden von IGNIRP sind, dass Sie, wie ich schon erwähnt habe, die wesentlichen Schaltstellen der Politik besetzen wollen. Der zweite Punkt ist, dass Sie die wissenschaftlichen Ergebnisse, die ja inzwischen in mehreren 10.000 wissenschaftlichen Arbeiten festgelegt sind, dass Sie die nicht widerlegen können. Aber Ihr Geschäft ist der Zweifel dran. Die sagen bei jeder wichtigen Arbeit, entweder die ist schlecht gemacht oder sie ist manipuliert. Und dabei scheuen sie sich auch vor Lügen nicht zurück, wie etliche von uns erfahren mussten. Ich darf vor allem Professor Adelkofer erwähnen, der ja gestern auch erwähnt worden ist, der leider vor kurzer Zeit verstorben ist, der persönlich verunglimpft worden ist, wo Leute in seinem Reflexprojekt verunglimpft worden sind. Wir haben mehrere Prozesse geführt, praktisch alle gewonnen. Professor Lerchel, der hier steht, war einer der treibenden Kräfte für die Verunglimpfungen. Er ist mehrmals gerichtlich verurteilt worden.
Er hat dann ein anderes Gremium, IZGMF, beeinflusst. Die sind ebenfalls gerichtlich verurteilt worden. Also hier ist Zweifelsäen sehr stark verbunden mit persönlichen Verunglimpfungen, die wohl viele von uns erleben mussten. Ich schaue auf dich, Karl, und auf viele andere. Das heißt also, hier schreckt man nicht zurück vor kriminellen Aktionen. Gut, meine Zeit ist um. Ich möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, dass Frau Rivasi und ich nicht die Einzigen sind, die IGNIRP kritisieren. Vor kurzem ist eine wichtige Arbeit erschienen, im Wesentlichen von Herrn Nüberg und Herrn Hadell, die sehr lesenswert ist und die ich Ihnen ans Herz legen will. Das heißt also, allmählich formt sich der Widerstand gegen IGNIRP speziell. Hoffen wir, dass wir mit unserer aller Unterstützung bald Erfolg haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Maxence. Vielen Dank. Und Klaus, ich komme jetzt mit einem Vorschlag und es kann dazu viele Einwände geben. Folgendes. Wir sind ein bisschen, wir hängen ein bisschen mit der Zeit. Das macht gar nichts. Nur warten die im Restaurant nachher auf Mittagessen. Das müssen wir bedenken. Folgender Vorschlag. Klaus und Maxence, da muss ich euch um Erlaubnis bitten. Wenn wir jetzt auf die Fragerunde verzichten und morgen haben wir ja am Sonntag die Podiumsdiskussion, da haben wir 2 Stunden Zeit, wird auch mit Europapolitikern besetzt sein, mit Jean Hus, der da hinten sitzt, der sich auskennt. Ja, Jean, sag mal Hallo. Dann Klaus Buchner. Klaus Buchner wird da sein. Dumitru Fornea vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss wird da sein. Das heißt, wir könnten Ihre Fragen bis morgen verschieben und würden, wenn ihr einverstanden seid, jetzt dem Juristen Thilo Rösler das Wort geben, sodass wir also vielleicht vor 13 Uhr noch was essen könnten, weil in Amerika ja schon der George Carlo wartet danach. Also ist es ein bisschen kompliziert. Wäre das okay für Sie, dass wir das so machen?